Schauen wir jetzt einmal in das Thema Forex Trading, weil was machen wir hier bei Tickmill? Wir traden natürlich den Währungsmarkt, und den Währungsmarkt zu traden, das ist ja für uns offensichtlich total einfach. Wir stellen einfach eine Order ein, wir drücken auf den Kaufknopf zum Beispiel, dann wird die Order ausgeführt, bam, fertig. Wenn wir verkaufen wollen, stellen wir einfach eine Verkauforder ein, zack, fertig. So einfach sieht das aus. Im Hintergrund passiert noch einfach ein bisschen was. Und da gibt es hier ein paar Informationen, die möchte ich ganz einfach mal rausgeben, wie das FX-Trading funktioniert und welche Kosten im FX-Trading auch mit entstehen. Darauf gekommen, aufs Thema, bin ich durch eine Unterhaltung aus der aktuellen Ausbildungsreihe, die ich habe, wo ich gemerkt habe, okay, FX-Trading kommt in den Köpfen der Leute an, das sehen wir auch, deswegen kommt hier zu Tickmill, macht ein Konto auf, probiert das Ganze ruhig mal auf, das ist ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr liquider Markt, viel einfacher zu handhaben als der Aktienmarkt, auch von den Konditionen, passt viel, viel mehr und viel, viel besser für das kurzfristige Trading, auch für nebenberufliche Trader, es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten, die wir gut und gerne umsetzen können, ist ein bisschen anders als im Aktientrading, das heißt hier Forex-Trading, gucken wir heute mal rein, wie das Ganze funktioniert, damit jeder, der auch tradet, weiß, was da im Hintergrund abläuft und wie sich das Ganze hier natürlich auch zusammensetzt und daraus aus diesem Wissen auch vernünftige Strategien mit erarbeitet können, gerade im Thema des Risikomanagements. Hier also die Präsentation. Bevor wir reingehen, natürlich wie immer den Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle selbstverständlich zur Kenntnis zu nehmen, habe ich hier auch aufgegliedert für Sie, und zwar der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit zum Forex Trading auch mit rein. Forex Trading. Ich denke da mal zurück, wie ich damals angefangen habe mit diesem Thema Forex Trading. Ja, ich bin da auch ganz unbedarft reingegangen. Aktien habe ich ja schon lange getradet gehabt. Forex-Markt wird immer interessanter, auch hier in Deutschland. Das hatte ich ja schon avisiert. Und weil das Thema immer interessanter wird, kommen auch immer mehr Leute rein. Und die Leute, wenn ich mit denen spreche, merke ich, die machen dieselben Dinge wie ich am Anfang. Was habe ich am Anfang gemacht? Ich habe einfach gesagt, okay, na, Charttechnik, ich handle ja sehr, sehr viel nach der Charttechnik, weil ich halt weiß, dass sehr, sehr viele Handelssignale auch klassisch auf die Charttechnik aufbauen. Das heißt, wir schauen, wie die Trends sind, wie die Verortungen sind und so weiter und so fort. Das muss heute keine große Rolle spielen. Das habe ich damals gemacht, einfach mal die Trades eingestellt. Ja, und dann gab es zum Handelsergebnis, und dann gab es ein paar Punkte, wo ich immer wieder überlegt habe, Thema PIP, Thema Positionsgröße, Thema wie viel Geld bewege ich denn, Thema, ja, was sind denn Spreads und so weiter und so fort. Und da gehen wir jetzt hier einfach mal rein, indem wir mal über ein paar Basics sprechen. Hier ganz grundlegende Sachen, wo man einfach sagen muss, okay, die sind bei vielen schon bekannt, bei anderen noch nicht, weil ich das nicht weiß, wie der aktuelle Wissensstand ist. Einfach mal hier ein paar den Blick auf den Fokus gelenkt für hochbegabte beziehungsweise für weit ausgebildete Händler, einfach mal für alle, auch die, die es noch nicht so im Detail wissen, ein paar Sachen. Unterteilung in Haupt- und Nebenwährung beziehungsweise hier in die sogenannten Exotenwährungen. Bei den Hauptwährungen, das sind in der Regel die sogenannten offiziellen Reservewährungen oder auch die Majors, so wird das Ganze genannt, hier einmal aufgeführt, Australdollar, Kandollar, Schweizer Franken, der Euro, britische Pfund, US-Dollar, Yen, die findet man auch immer in eigener Koppelung, die werden also gegeneinander gehandelt, also hier das als Währungen in den Majors, extrem hoch liquide Märkte hier im Währungsmarkt. Und dann haben wir noch die Exotenwährung, wie zum Beispiel hier Euro, mexikanischer Peso oder US-Dollar, südafrikanischer Rand. Wir können ja auch hier bei Tickmill, ich zeige das ganz kurz nochmal, wir haben hier eine ganze, ganze Menge Währungspaare hier, wenn man das mal sehen. Wir haben natürlich die Majors und wir haben hier eine ganze Latte an Währungen, die man auch wirklich sehr, sehr schön mit traden können. Das heißt, hier haben wir nicht nur die Hauptwährungspaare, sondern es gibt auch die ganzen anderen kleineren Währungspaare, wo wir immer wieder sehr, sehr schöne, interessante Trades auch machen können. Und das macht Sinn. Wir haben ja ein großes Portfolio an Handelsmöglichkeiten und die können wir nutzen. Und wie wir die ganzen nutzen, das sehen wir ja jeden Morgen in den Handelsideen, die ich hier auf Tickmill zur Verfügung stelle. Und hier sprechen wir jetzt sozusagen, nachdem wir mal geschaut haben, was Haupt- und Exotenwährungen sind, weiter über ein paar Basics in diesem Bereich. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir einfach mal in dem nächsten Punkt darauf, was wir hier haben. Im Währungsbereich. Ich habe das ja gesagt, ich zeige das nochmal ganz kurz hier im
Tickmill Trading Desk. Wir haben die Währungen. Die Währungen haben vor dem Kommazahlen, nach dem Kommazahlen. Das ist wichtig. Wir haben die meisten Währungspaare mit einer Zahl vor dem Komma, aber es gibt auch ein paar Währungspaare, die haben zwei oder teilweise drei Zahlen vor dem Komma. Und da gibt es natürlich gewisse Veränderungen, gerade wenn man die Risiken anspricht im Trading. Was ist hier wichtig? Nummer eins, wir haben es gesehen, die Anzahl der Nachkommastellen, die variiert. Klassisch werden heutzutage 5 Nachkommastellen angegeben. Hier im Euro haben wir zum Beispiel einen Wert von 1,14. 7, 2, 6. Also das ist das, was man da sieht. 5 Nachkommastellen. Wenn wir eine Währung haben, wo wir mehr als eine Zahl vor dem Komma haben, dann ist es so, dass wir hier andere Nachkommastellen haben. Also beim US-Dollar, japanischen Yen beispielsweise hier, da sieht man 108,620 japanische Yen. Hier gehen wir einfach wieder nochmal in den Handelsdesk rein. Das sehen wir hier beispielsweise Pfund, norwegische Krone. Da haben wir 11,56013. Ja, das sind die Unterschiede, die man immer wieder sieht und das muss man natürlich dann entsprechend auch immer in den entsprechenden Stellen auch mit im Trading einbeziehen. Das heißt hier, das ist das Thema der Nachkommastellen. So, und wenn man über das Trading im FX-Bereich liest bzw. das auch macht, hört man und liest man häufig von einem Wert namens PIP. PIP ist die Standardeinheit im Forex-Trading. Es hat ein bisschen Historie. Früher war es so gewesen, dass wir die kleinste Nachkommastelle, die vierte Kommastelle hatten. Daher kommt das. Das heißt hier, man spricht auch heute noch vom PIP, auch wenn wir mehr als 4 Nachkommastellen in der Regel haben. Das heißt hier, wir wissen es, aktuelle Standardausgabe sind 5 Nachkommastellen. Ausnahme bei den Nachkommastellen sind Währungen mit mehr als einer Zahl vor dem Komma. Und da eine ganz, ganz kleine Eselsbrücke. Wenn wir mal schauen, wir wissen ja, dass PIP bezeichnet die vierte Nachkommastelle. So, und jetzt haben wir aber bei Währungen, wir haben es ja gesehen, wie zum Beispiel den US-Dollar, japanischen Yen, wir haben da gar keine 4 Nachkommastellen. Was machen wir denn dann? Hier, kleine Eselsbrücke. Ein PIP ist immer die fünfte Zahl einer Währung. Ja, das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre die 2 im Euro-US-Dollar. Das heißt hier ganz klassisch die vierte Nachkommastelle. Wenn wir aber auf den japanischen Yen gehen, wo wir keine 4 Nachkommastellen haben, ist es auch die fünfte Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir halt die 2. Das heißt hier bei den Währungen mit mehr als einer Zahl ist es dann halt entsprechend mit mehr als einer Zahl vor dem Komma, ist es entsprechend die zweite Nachkommastelle. Aber grob kann man hier wirklich sagen, es ist die fünfte Zahl einer Währung, um mal hier mit den PIPs entsprechend arbeiten zu können und das Ganze natürlich auch immer in die Risikokalkulation auch mit einbeziehen zu können. Das sind hier an dieser Stelle wichtige Punkte. Hier mal zu schauen, was der Wert eines PIPs ist. Hier haben wir mal ein paar Währungspaare drinnen, im Euro-US-Dollar beispielsweise. Da ist ein PIP, wir sehen es, die vierte Nachkommastelle. Die Lotgröße sind 100 Euro. Ein PIP-Wert sind 10 US-Dollar in diesem Bereich. Ja, also der PIP-Wert an sich ist dann immer das Währungspaar, was an zweiter Stelle hier in der Koppelung steht. Beim britischen Pfund US-Dollar ebenfalls die vierte Nachkommastelle, ganz klar. Lotgröße sind hier auch 100.000 britische Pfund. Das sind so Standardwerte. Wir können hier bei Tickmill natürlich schön nach unten skalieren. Das ist halt der große Vorteil, den wir hier im Forex-Handel heutzutage auch nutzen können. Heißt also hier 10 Dollar pro Lot, 10 US-Dollar pro Lot, auch die Größe eines PIPs. Im US-Dollar kann Dollar, Währung hinten, da kann Dollar, das heißt, wir bekommen den PIP-Wert als kann Dollar ausgegliedert oder ausgegeben. Hier selbstverständlich auch wieder, weil es die vierte Nachkommastelle ist, sind es wieder 10 Einheiten und in dem Moment natürlich als kanadischer Dollar. Und hier beim US-Dollar japanischen Yen, japanischer Yen steht hinten, das heißt, die Zahl bzw. die Währung nach dem PIP-Wert ist natürlich der japanische Yen und hier das PIP an der zweiten Nachkommastelle sozusagen 1000 japanische Yen. So hier der Wert für diese Währung. Einfach mal mit PIP-Größen, damit man das Ganze gut und schnell vor allen Dingen in die Planung für die Trades mit einbeziehen kann, in die Risikoplanung, weil das ist natürlich, wenn wir im kurzfristigen Traden mitarbeiten, müssen wir natürlich sehr, sehr schnell auch reagieren können und müssen schnell und im Kopf dazu in der Lage sein, hier die richtigen Stellgrößen
dazu haben, damit wir wissen, was wir im Trading auch bewegen, was wir riskieren, wo Gewinne sind. Das sind natürlich immer wichtige Stellgrößen. Das heißt, hier mit diesem Pip haben wir eine Größe zur Bestimmung von Ertrags- und Risikowerten im Trade. Und natürlich sehen wir bei sowas auch den sogenannten Spread. Der wird ja auch hier ausgegeben in Pips 0,1, 0,2, 0,3. Das sind so Pip-Größen. Da spricht man aber auch von Pip. Das heißt, die Standardgröße haben wir hier. Und was halt 0, ist, weiß man halt genau, okay, 0,1 wäre dann halt hier eine Zahl von einem US-Dollar. Das sind die Dinge, die wir in der Kostenwirkung auch haben. Das heißt hier im Trading der Pip, die Standardeinheit. Und dann haben wir auch noch sogenannte Standardgrößen. Ja? Auch wenn wir hier bei Tickmill viel, viel kleinere Positionen traden können, alles bezieht sich natürlich im Standardbereich, wenn man das Ganze auch in den Medien liest, immer auf das Thema Lot. Und ein Lot ist im Währungstrading eine Einheit von 100.000, das heißt 100.000 Euro ist beispielsweise hier ein Lot im Währungspaar Euro-US-Dollar, also hier 100.000 das Lot. Die zweite Stelle des Währungspaares ist dann immer die Einheit nach dem Kurswert, das heißt, wenn wir hier Euro-US-Dollar haben, dann wird natürlich immer angegeben, US-Dollar hinten dran, beim Euro-US-Dollar wären das beispielsweise 1,14726 der Umrechnungskurs und hinten dran immer das US-Dollar. Das sieht man hier natürlich in der Koppelung der Währungspaare, wie wir das immer wieder sehen. Das heißt, wenn wir das mal hier sehen, ich gehe wieder mal in den Trading Desk hinein beim Währungspaar beispielsweise. Was haben wir hier? Britisches Pfund, südafrikanischer Rand. Da wird die Währung hinten dran natürlich als südafrikanischer Rand angegeben. Vorneweg die Lotgröße wird durchs britische Pfund bestimmt. Die Kosten, die wir im Forex-Trading haben. Das sind natürlich auch Größen, die muss man immer mit im Blick haben. Das sind die sogenannten Spreads, das sind Kommissionen und möglicherweise, je nachdem, wie lange so ein Trade gehalten wird, die sogenannten Finanzierungskosten. Das sind ja Größen, die brauchen wir für die Bestimmung der Kostenfaktoren im Trade, das heißt, welchen Einfluss das Ganze auf unsere Erträge bzw. im negativen Fall auf unsere Risikobestimmung hier auch mit haben. Sprechen wir diese Teile mal einzeln durch. Der Spread ist etwas, das gibt es immer und überall. Das ist wohl bekannt wahrscheinlich, die Differenz aus An- und Verkaufspreis, und das ist auch eine Messgröße für die Kosten im Handel. Ja, das heißt, die Spreads fallen natürlich als Handelskosten ein. Hier, wenn wir hier zum Beispiel einen Spread von 0,2 Pip im Euro-US-Dollar haben, bedeutet das, wer ein Lot tradet, hat hier einen Spreadpreis oder Spreadkosten von 2 US-Dollar bei einem Lot. Das ist nicht viel, aber es sind halt gewisse Stellgrößen. Im Trading ohne Kommission wird hier meist über den Spread natürlich vergütet. Das muss man mit sehen. Das heißt, hier auch immer auf die Kontomodelle schauen. Das kann ich gerne gleich auch mal auf der Website von Tickmill auch mit zeigen. Wir haben da ja verschiedene Kontomodelle. Ich blicke jetzt gerade mal oben auf meinen vierten Monitor und hole mal hier die Website von Tickmill mit runter, und da können wir eben kurz mal auf die Kontomodelle schauen. Also schauen Sie bitte einfach mal auf die Website von Tickmill, tickmill.co.uk/de. Das ist die Website. Googeln einfach, easy peasy zu finden. Hier finden wir alle Informationen auch um die Spreads. Hier sehen wir beispielsweise den aktuellen Spread beim Euro-US-Dollar. Der ist aktuell, hier sehen wir es, 0,1. Also das variiert. Und bei den Kontoarten haben wir halt hier die Situation, dass es einmal ein Kontomodell gibt ohne Kommission, das sehen wir hier, und Kontomodell mit Kommission. Hier haben wir auch zwei Unterschiede, je nachdem, wie hoch das Konto bestückt wurde. Da gibt es natürlich unterschiedliche Kommissionen. Das heißt, hier Mindesteinzahlung von 50.000 haben wir nur 1 Dollar pro gehandelte Seite. Ansonsten, wenn es drunter liegt, sind es 2 Dollar. Sehr, sehr kompetitiv im Marktvergleich. Da haben wir natürlich auch die Spreads hier ab 0 Pip. Und wenn man das ganze klassische Konto sieht, hier auch in diesem Bereich, dann haben wir hier natürlich keine Kommission. Da wird ein bisschen was über die Spreads gemacht. Das heißt, hier hat jeder auch die Wahl, das Ganze zum aktuellen eigenen Trading auch anzupassen und zu schauen, welches Konto hier genutzt wird. Das populärste ist sicherlich das,
ich zeige es nochmal eben, was ich gerade hatte, das Konto, jetzt habe ich zu schnell weggeklickt hier, das ist das populärste Konto hier bei Tickmill, das ist das Pro-Konto, hier haben wir mal die Konditionen, schauen Sie da ruhig mal drauf, das aber nur hier am Rande zum Thema Spread. Das nächste sind selbstverständlich die Kommissionen und wir haben ja gerade gesehen, bei den Konten mit Kommissionen haben wir häufig deutlich, deutlich geringere Pips bis hin zu null, weil so ein bisschen Kommission anfällt. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr interessant. Wichtig bei den Kosten zu wissen ist, die fallen pro Half-Turn bzw. ausgeführte Order an. Das heißt, wenn wir hier das Ganze auch stückeln, zum Beispiel über verschiedene Trades in den Markt reingehen und über verschiedene Trades aus dem Markt wieder rausgehen, das heißt uns rein- oder raus skalieren, dann fallen dafür natürlich Kosten an. Das Ganze hier auf Seite der Kommissionen. Das passt also hier in dieser Stelle. Und wie schon gesagt, die Kommissionen dort, wo Kommissionen anfallen, sind die Spreads deutlich geringer. Das kann man sehr, sehr schön dafür nutzen. Hier nur am Rande erwähnt, das trifft nur diejenigen, die nicht kurz, also die meisten handeln im Währungsbereich ja relativ kurzfristig. Wenn es nicht über Nacht geht, können wir das Thema der Swap-Kosten komplett außen vor lassen. Ansonsten die sogenannten Übernachtkosten, da fallen halt ein paar Zinsen an, muss man gucken, wie es ist. Aber das möchte ich hier nur am Rande sagen. Das kommt nur dann in Frage, wenn so ein Trade über längere Zeit entsprechend auch mit gehalten wird. Das Ganze hier, schauen wir mal, wie das Ganze in der Abwicklung dann geht. Ich hatte ja schon gesagt, wenn wir als Trader anfangen, eine Position zu eröffnen, dann machen wir ja einfach nur eins. Wir erstellen eine Kauforder, die wird ausgeführt, bumm, das war's gewesen. Mehr sehen wir nicht, ja. Aber im Hintergrund wird natürlich was passieren. Und das, was passiert, das möchte ich hier einfach mal zeigen, weil ich denke, das wird von Interesse sein. Was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund passiert Folgendes. Es gibt zwei Konten. Wir haben einmal ein sogenanntes Kreditkonto und wir haben ein sogenanntes Guthabenkonto. Hier in unserem Fall, wenn wir eine Kauforder auf den Euro-US-Dollar machen, da gibt es das Kreditkonto, das ist das US-Dollar-Konto und das Guthabenskonto, das ist das sogenannte Euro-Konto. So, was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund kommen drei Sachen zum Ankauf. Das erste, es gibt eine Kreditaufnahme in der Fremdwährung. Das heißt, hier in unserem Fall wäre das der US-Dollar. Und das zweite, der Umtausch des US-Dollar-Darlehens in die Basiswährung. Das wäre dann im Euro. Diese Vorgänge, die laufen quasi synchron ab. Aber es sind zwei Dinge, die hier im Hintergrund geschehen. Und als drittes ist das dann, dass das Euro-Konto mit der entsprechenden Gutschrift versehen wird. Also das passiert hier im Hintergrund, wenn wir eine Long-Position eingehen. So, das heißt also, hier wird das Ganze bestückt. Nummer 1. Nummer 2, was dann kommt, wenn wir das Ganze schließen, machen wir als Händler ja einfach nur, wir stellen eine Verkauforder ein, fertig ist. Im Hintergrund gibt es wieder diese zwei Konten, das hatte ich ja gesagt. Im Hintergrund passiert eins. Wir haben ja diese 100.000 Euro oder den Handelsbetrag auf dem Euro-Konto stehen. Wir haben hier den Umtausch des Guthabens aus dem Euro in die Wechselwährung zum US-Dollar. Punkt 1 und 2 sind dann entsprechend wieder ein Vorgang. Das heißt, wir tauschen quasi den ganzen Spaß zurück, haben eine Summe an US-Dollar und diese US-Dollar-Summe gleicht das Darlehen aus, was wir auf der US-Dollar-Seite hatten. Und das, was übrig bleibt, im optimalen Fall ein Gewinn, das ist das, was wir am Ende in unserer Tasche haben. Also so funktioniert das Ganze im Hintergrund. Schauen wir uns das Ganze mal praktisch an. Wir haben jetzt hier ein Long Trade in Euro-US-Dollar. Ich habe das Ganze aufgrund der einfacheren Berechenbarkeit mal mit einer Handelsgröße von einem Lot gemacht. Das ist natürlich 1:1 auch umsetzbar auf die kleineren Größen. Kosten habe ich hier jetzt rausgenommen. Ich will einfach an der Stelle nur mal kurz zeigen, wie das Ganze technisch funktioniert bei der Umrechnung. Das heißt hier, wir haben ein Long Trade im Euro-US-Dollar. Was passiert hier? Nummer 1, ich hatte es ja gerade gesagt, es gibt eine Kreditaufnahme in US-Dollar plus den Tausch. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Lot in Euro, also 100.000 Euro zum gegenwärtigen Kurs. Das ist der Wechselkurs, natürlich den aktuellen Kurs dann, den wir jetzt gerade aktuell haben. Gestern hier, als ich die Poli vorbereitet habe, standen wir bei 1,14950 beispielsweise. Und wir sagen, okay, wir wollen hier long gehen. Das heißt, wenn wir die 100.000 Euro jetzt einmal aufnehmen und das Ganze in US-Dollar umrechnen, haben wir hier einen Wert von 114.950 US-Dollar. Und da das US-Dollar-Konto hier
quasi kreditorisch bedient wird, heißt das, das steht hier im Minus. So, Einbuchung des Guthabens des Gegenwertes auf der Euro-Seite stehen dann 100.000 auf dem Euro-Konto. So, als nächstes machen wir den Trade zu Positionsschließung. Der Kurs ist gestiegen hier um einen Cent in unserer Beispielsrechnung. Das heißt, wir lösen das Euro-Konto auf und tauschen das Ganze in US-Dollar um. Das heißt, das Euro-Konto wird wieder auf Null gebracht und die 100.000 Euro werden zurückgetauscht, entsprechend hier in den, auf das US-Dollar-Wert, also in US-Dollar, heißt zum aktuellen Kurs. Das heißt, das US-Dollar-Konto bekommt eine Gutschrift pro Lot dann entsprechend von 115.950 US-Dollar. Das Darlehen war ja im Konto im Minus bei 114.950 Euro. Das heißt, es gibt hier eine Differenz, ein Guthaben von 1.000 US-Dollar. Das ist unser Gewinn. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder zu dem aktuellen Kurs in Euro zurückrechnen würden, wäre das nach dem Trade hier ein Gewinn von 862,44 Euro. Also das mal ein kleiner Einblick in die Funktionsweise des FX-Marktes, des FX-Tradings, wie das Ganze funktioniert, weil wir Händler bekommen ja davon gar nichts mit. Aber hier wissen wir jetzt mal, was im Hintergrund geschieht, wie das Ganze bewegt wird, weil wir handeln ja auf Margin. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel eine Position eröffnen mit 10.000 oder auch mit 1.000, die wir im Hintergrund bewegen, wird ja nur eine Margin auf dem Konto belastet, aber im Hintergrund wird trotzdem das Geld bewegt, ne? Also das heißt, wer hier ein 10. Lot beispielsweise tradet, bekommt natürlich nur die Margin belastet. Trotzdem läuft im Hintergrund ja dieses große ganze Geschäft ab. Das ist ja das, wo ich auch immer sage, überlegen immer, wie viel Geld man am Ende bewegt. Man bewegt ja nicht nur die Margin, sondern man bewegt den Gesamtbetrag und das ist ja das Geld, was dann am Ende den Gewinn bringt und das ist das Geld, was wir am Markt bewegen, wo wir die Risikoabstimmung auch drauf ausführen müssen und deswegen hier mal dieser kleine kurze Einblick in das Thema Forex Trading und wie das Ganze technisch Hintergrund abläuft. Dann sage ich an dieser Stelle, hoffentlich hat es ein paar Informationen interessanterseits gebracht. Danke für die Zeit in diesem Webinar zum Thema FX-Trading und allzeit gute Trades.